Jetzt haben wir erstmal Silas Snyder hier, den Matchwinner zum 86-85, den letzten Wurf getroffen. You had the last shot, Silas. Congratulations. What did you think in this moment? Man, it's incredible playing here in front of these fans. It's awesome. This is the best environment I've ever played in, and to get them a win like this, it just feels great. Also die beste Stimmung, die beste Kulisse, in der er je gespielt hat. Es ist unglaublich, hier zu spielen und da dann den Game Winner zu machen und zu siegen. Das ist unglaublich. Du kennst die Kulisse natürlich auch schon. Du hast hier mit Fechter letzte Saison gespielt. You played here with Fechter last season, so you know it. But it's better to wear the yellow dress. Yeah, absolutely, absolutely. It's the place I want to be and I'm just grateful to be here. Also ja, so ist es. Er freut sich sehr, hier zu sein. Es ist wunderbar für ihn, dass er hier gewechselt ist. Und manche Fans haben vielleicht bemängelt, deine Rolle in Fechter war nicht so groß. Wie siehst du es jetzt hier in Hagen? What do you think about your role in the team, in Chris Harris' team here in Hagen? The team, the coaches, everybody has a lot of confidence in me. This is the closest team I've been on in a long time, so it's been great. It's been great. I think it's going to be a really fun year. Also es wird, das vermutet er, ein spaßiges Jahr und es ist, sind alle sehr, sehr eng zusammen. Das haben wir auch immer schon erleben können. Was sind denn eigentlich eure Ziele als Team? Da hält man sich ja noch so ein bisschen bedeckt. Letztes Jahr Platz 8. Last year the team reached the playoffs, but in the last second, literally. So what are your goals for this season? The goal is to win a championship. And I know that may be ambitious, but I feel like with the group we have, the camaraderie we have, the coaching staff, I think it can be done. So the goal is a championship. Thank you. Thank and good you. Luck for this ambitious goal. Thank you, Sola. Thank you. Appreciate it. Chris, welcome back. So leicht. Was hast du da? Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Feuchtigkeit auf dem Boden hier liegt. Von Robin Benzing oder ja, von Silas Snyder? Also die Jungs tropfen hier, Wahnsinn. Ja, es tut mir leid, hol das Wischerkind gerne nochmal ran. Nee, schön, dass du aber Zeit für mich findest gerade. Das ist toll, gefällt mir. Du glaubst nicht, dass wir dich so einfach weglassen. Du hast eine Ehrenrunde gehabt. Ja. Beschreib doch nochmal deine Gefühlslage. Also du musst der glücklichste Mann in der Halle sein, oder? Ja, kann man schon so beschreiben. Ja, also ich habe eine unfassbar tolle Frau. Ich habe ein unfassbar cooles Erlebnis gehabt, ganz spät im Leben, ganz schön viel Respekt gewonnen und die Augen aufbekommen. Und dann ein Team mit Moral und Charakter und ja, die dann so, ich bin ganz stolz auf die Art und Weise, wie wir spielen. Ne? Also das paar Freiwürfe mehr wäre nett, ein bisschen schönere Spiel vorne wäre nett, aber da ist so viel Charakter drin, das ist schon eine coole Truppe. Das ist schön, dass du das ansprichst. Also Freiwürfe müssen vielleicht nochmal trainiert werden die Woche über. Ich kann dich nochmal ein bisschen quälen. 17 Offensiv-Rebounds zugelassen, 13 Turnover. Also ihr habt auch noch Arbeit vor euch, denn Silas Snyder hat gesagt, das Ziel ist die Meisterschaft. Da muss noch ein bisschen was kommen. Wenn das das Ziel ist, absolut. Gut, also unser Ziel bleibt und bleibt Playoffs, das würde so sein. Aber die Jungs sind sehr ehrgeizig und die wollen unbedingt vorankommen. Und deswegen, ich glaube, es gibt, die wollen sich wirklich messen an die allerbesten. Zeile und Nase haben schon eine Meisterschaft gewonnen. Warum sollen die das nicht nochmal anstreben? War das auch so der Gedanke, die beiden zu holen? Oh. Ja, also ich sage mal so, es schadet ja nie. Jungs, die dann das schon mal gemacht haben. JJ war letztes Jahr auch schon mal Vizemeister. Und wenn wir uns sowas leisten können finanziell, und die haben auch den richtigen Charakter, dann tut es einfach die Hagener ganz gut, solche Typen dabei zu haben. Dann genießt diesen Abend und genießt die Zeit mit der Familie. Johannes, ich wünsche dir wirklich viel Spaß in den nächsten 15 BBL-Spielen, die du kommentierst. Und ich freue mich auf dich in 2 Wochen. Danke dir. Danke, Fenja. Danke, Ex. Ciao, Chris. Chris Harris ist sehr zufrieden, verständlich.